Meine Frage geht in die Rente. Super. Haben wir jetzt vor kurzem so etwas geschaffen wie eine Grundrente? Haben wir das genannt. Das ist natürlich keine Grundrente. Es haben mich welche was zur Rente gefragt. Ich habe neulich bei einem großen Betrieb mit Auszubildenden gesprochen. Da fragte mich eine 20-Jährige, wie es mit der Rente ist. Nachdem ich mich davon erholt hatte, habe ich eine Antwort gegeben. Und wir kommen mal zu dem Mann hier vorne mit rosa Hemd. Ja, wir werden jetzt immer Männer mit rosa Hemd und sowas, ne? Ja, okay, gut. Ich kann damit leben, ne? Das ist natürlich absurd, weil das ist ja auch dann für jemanden unangenehm zu hören. Man hat sich ja das auch nicht ausgesucht. Ja, also ich finde, da haben Sie ein Thema, das ja an vielen Stellen von Leuten, die langzeiterkrankt sind, sich stellt. Ich denke, dass das auch eine Ursache ist, dafür ist, warum es die, ich sag's ungern, die AfD so viele Zuläufer hat. Das ist nicht vermittelbar. Nicht, dass ich das vergesse. Sie haben sich alle verrechnet. Jedes Jahr kommen ein paar dazu. Sie haben sich alle verrechnet. Für den, der abends die MDR-Nachrichten schaut. Manche verstehe ich auch nicht. Und andererseits fehlt es in manchen Bereichen an allen Ecken und Enden. Aber nicht, weil er muss, sondern weil er oder sie kann.